Hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Heidi, und ich möchte mit euch diese Karte heute basteln. Die habe ich gestern ausprobiert und habe sie euch als Short auch reingemacht. Die ist eigentlich im Prinzip super einfach. Und wie die funktioniert, das zeige ich euch jetzt vorab. Ich habe gestern von der lieben Renate, was drinsteht, zeige ich euch jetzt nicht, diese süße Karte bekommen. Und damit habe ich gar nicht gerechnet. Und ich wollte das aber mal erwähnt haben, weil ich habe mich sehr darüber gefreut. Danke, liebe Renate. So, die machen wir jetzt mal darüber. So, ihr Lieben, und wir basteln diese Karte. Und zwar könnt ihr euch das letzte Mal daran erinnern, oder vorletzte Mal, habe ich beim Action diese Umschläge gekauft mit diesen Karten da drin. Und die will ich natürlich auch verwenden. Und davon habe ich jetzt eine Karte hier genommen. Das wird unsere Grundkarte. Der Umschlag ist klar. Ich sage euch jetzt aber auch die Maße, wer diese Umschläge jetzt nicht hat. Unsere Karte stellen wir jetzt hier vorne hin. So, dazu brauche ich mein Schneide- und Falzbrett. Ich schreibe die Maße auch wieder unten rein. Ich habe sie mir jetzt nicht aufgeschrieben, also muss ich während des Videos euch das immer sagen. Also, diese Karte, diese gekaufte, hat die Maße, schauen wir mal, 26 mal 13. Und die wird gefalzt bei 13 cm. Ja, also ihr habt die Länge 26 und die kurze Seite 13. Genau. Und falzt das dann auch bei 13. Und dann habt ihr diese Karte. So, dann habe ich mir einen Aufleger ausgeschnitten mit den Maßen. Die hat 12,5 mal 12,5. Den brauchen wir. Und dann könnt ihr euch bestimmt daran erinnern, ich habe diese Blöcke in Action gekauft. Und da gab es halt diese ganz tollen Farben drinne. Und da hatte ich mir jetzt diese Farbe ausgesucht, so als Nachthimmel. Hier hatte ich eine etwas andere. Genau, und dies habe ich mir ausgeschnitten in 12 mal 12 cm. Wie gesagt, ich schreibe euch die Maße unten wieder in die Infobox. Das brauchen wir jetzt. Und jetzt fangen wir einfach mal an. Wir haben ja den die Grundkarte, die gekaufte, dann den Aufleger und unsere Hintergrundkarte. Jetzt nehmen wir unseren Aufleger und ich habe so eine ovale Form. Ihr könnt natürlich auch eine runde nehmen, das sieht auch ganz toll aus. Ihr könntet aber auch einen Stern nehmen, finde ich auch ganz toll. Das überlasse ich natürlich euch wieder. Immer meine Videos sollen euch nur eine Inspiration sein. Ich hole jetzt mal eben meine Big Shot hoch. Dazu muss ich die Kamera wieder höher holen. So. Die hole ich mir eben hoch. Meine gestanzten Teile mache ich mal hier an die Seite. Gut. Und ich glaube, ich muss euch noch größer holen. Ich glaube, so seht ihr mehr. Gut. Lege mir meine Auflegekarte hier rein. Dann meine ovale Form. Und gucke, dass die ungefähr mittig drauf liegt. Ihr könntet das jetzt wieder mit Washi-Tape fixieren. Ich mache es jetzt wieder freischnauze. So. Und kurbel das Ganze hier erstmal durch. So. Das Stück können wir auflegen, irgendwann mal für was anderes. Und dann sieht das erstmal so aus. Gut. Das könnte ich auch mal, das hängt schon Ewigkeiten hier dran. Naja, mache ich den nächsten ab. Da hängt noch Washi-Tape im Alter. So, dann nehme ich mein Designerpapier aus dem Action-Block. Und das klebe ich mir jetzt hier hinter. Aber ich klebe es so, dass ich hier immer noch
so ein bisschen Luft hat. Bevor ich das aber draufklebe, habe ich so eine Stanze. Ich werde euch auch verlinken, wo es solche ähnlichen Stanzen, weil ich weiß echt nicht mehr, wo ich die gekauft habe. Die habe ich auch schon so lange. Und da, wenn ich das ausstanze, dann kommen solche Bäume raus. Und die werde ich mir jetzt gleich, die sind natürlich länger, aber das ist nicht schlimm. Das kann man dann abschneiden. Jetzt muss ich mal ungefähr gucken, wie ich die hier drauf klebe. Ich denke mal, so können wir das lassen. Nehme ich mir Flüssigkleber und klebe meine Bäumchen darauf gleich fest. Mache ich mir jetzt den Flüssigkleber drauf. Jetzt Gott sei Dank habe ich die Tür zur Küche zugemacht, weil ich denke, gleich wird meine Spülmaschine piepsen. Ich höre das gerade, dass sie abpumpt. Ja, sie piepst. Wird nicht lange dauern, Leute, wenn ihr es hört. Ein paar Mal piepst die nur und dann ist auch rum ums Eck. So, die klebe ich mir jetzt hier so drauf. Gehe erst so leicht mit dem Finger. Hier quillt ein bisschen raus, aber das ist nicht schlimm. Hört ihr es piepsen? Hat jemand Lust vorbeizukommen, meine Spülmaschine auszuholen? Nein, nein, mein Scherz. So, dann klebe ich mir das hier noch hin. Schau mal kurz. Vielleicht sogar noch ein bisschen gleich rüber. An den Zweigen habe ich jetzt nichts gemacht, aber das ist nicht schlimm, wenn das so ein bisschen absteht. Das hat dann so ein bisschen den 3D-Effekt. So, und hier auch. Und hier auch noch so. Vorsichtig, hey, kommt gerade was raus. So. Sollte mir echt mal so kleine Fläschchen auffüllen. Ich habe sie, aber irgendwie bin ich auch, glaube ich, zu faul dafür. So, das klebe ich jetzt hier auf. Und so da dran. Jetzt nehme ich eine Schere. Ist jetzt noch nicht trocken, also vorsichtig abschneiden. Und hier oben auch. Gut. Wo habe ich denn meinen Tischmüller? Mal hier. Und jetzt drücke ich das nochmal an. Jetzt bräuchte ich mal meinen Piekser. Hier ist jetzt auch noch so viel Kleber dran. Das war jetzt echt so viel Kleber. Jetzt nehme ich gerade mal dieses Stück, was wir eben hatten. Und mach mir den Kleber weg. So. Gut. Und auch von meiner Matte. Jetzt machen wir es so. Ich nehme meine Auflegekarte. Und das werden wir jetzt hier so draufkleben. Dazu mache ich einfach rundherum um das Designerpapier. Das sieht man ja gleich nicht mehr, den Kleber. Finde eine schnelle Karte mit tollen Effekt. So. Hier kann man nochmal andrücken. Kleber hier nochmal weg. So. Und dann setze ich mir die... Ich muss euch mal wieder tiefer holen, aber eben lege ich die mal drauf. Hier an. Ich hole euch mal gerade tiefer. Ich hatte das sehr hoch wegen der Big Shot. So, schaue ich mal, bevor wir es andrücken. Schaut mal, so sieht das bis jetzt aus. Und jetzt nehme ich mein Falzbein und gehe da nochmal schön drüber. Gesagt, wenn hier etwas so absteht. Jetzt hatte ich nur so um diesen Rand, das hat seinen Grund,
damit ich hier noch ein bisschen Luft habe. Seht ihr das? Ich kann mit dieser Spitze hier so drunter gehen. So kann ich gleich den Hirschen und die Tannenbäumchen einsetzen. So, aber bevor ich das mache, viele kennen das von mir schon, arbeite ich super gerne mit diesem Stift. Ich halte euch nochmal in die Kamera. Das ist ein Klebestift, der am Anfang blau ist und später durchsichtig wird. Und dann hat man so Thermotransferfolie und die kann man da drauf machen. Ich zeige es euch wieder. Jetzt werde ich erstmal beim Hirschen wieder, dieser Hirsch ist toll, viele fragen, woher ich den habe. Den gab es letztes Jahr beim Action, ihr Lieben. Vielleicht kommt er ja nochmal dieses Jahr rein, ich habe keine Ahnung. Aber den habe ich mir letztes Jahr sofort gekauft. Oder war das schon vor 2 Jahren? Ich meine, letztes Jahr ist das gewesen. Da mache ich mir jetzt den Kleber dran. Ich weiß nicht, ob man das sieht, es ist jetzt erst blau. Und das müssen wir trocknen lassen. Und das machen wir jetzt auch hier an unserem Bäumchen. Da könnt ihr jegliche Tannenbäumchen nehmen, die ihr habt. Es muss nicht dieser sein. Und da, jetzt sieht man richtig, dass das blau ist. Aber das wird gleich transparent. Jetzt hat auch meine Spülmaschine aufgehört zu piepsen. Ist immer toll, ne? Eine Spülmaschine kann man einräumen und dann spült die ja von alleine. Das kennen wir ja alle. Aber dieses Ausräumen, das ist ja auch so ein Ding für sich, ne? Aber okay. Normalerweise, ich mache die immer sofort auf, damit der Dampf erstmal rausgeht und dann mache ich die nochmal zu, damit das auch richtig trocknet. Das ist jetzt nicht der Fall, weil ich sitze ja hier und bastel. Hätte vorher darauf achten sollen, hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Das gehört eigentlich raus, egal. Hier mache ich mir das drauf. Auch diese Stifte verlinke ich euch wieder, weil ich immer wieder danach gefragt werde. Ihr Lieben, immer wenn ich was weiß, woher ich das habe oder ich weiß es nicht mehr, dann verlinke ich das euch unten und versuche natürlich für euch eine Alternative zu finden. Aber auch das kennt ihr schon von mir. So. Na, immer ein bisschen gerade halten, damit da was kommt. So. Und wieder hier. Und ich habe mir jetzt mal, es gibt ja jetzt schon, kann ja viele Weihnachtssachen schon kaufen. Und ich habe mir mal echt Weihnachtskarten angeguckt. Mir gefallen die gar nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das einfach so industriemäßig vorgedruckte Karten. Es gibt schon schöne noch dazwischen, aber ich finde so selbstgemacht ist immer noch viel, viel schöner. Ich hoffe, das reicht jetzt. So, den lassen wir jetzt dieses trocknen. Ihr seht aber auch hier immer, wie viel da noch drin ist. Seht ihr das? So sollte ich sagen. So, das haben wir. Also, das war diese Stanze, woher ich die habe. Ich glaube, die habe ich von Temu. Ich versuche euch natürlich eine Alternative zu finden. Den Hirschen, der war vom Action. Und die weiß ich nicht mehr, aber ich verlinke euch was. Ich habe schon eine Alternative gefunden. Es geht halt schön gehen. So, ihr Lieben, bevor wir das hier gleich hier drauf kleben, ich brauche jetzt erstmal meinen, habe ich den hier irgendwo noch liegen? Silbernen hier. Das sind diese Stempelkissen. Die hatte ich euch ja in einem Haul gezeigt, wo ich diese Wichtel gekauft habe. Und da gab es diese Stempelkissen zu. Und ich glaube, die gibt es auch bei Ideen mit Herz einzeln zu kaufen. Ich kann ja mal gucken, ob ich da auch noch was finde. Und was ich an diesen Stempeln toll finde, die sind wasserfest. Normalerweise hat man ja immer nur diesen schwarzen, der wasserfest ist. Und den finde ich richtig toll. Also alle von denen. Bin da echt begeistert. Ich bin nur gespannt, wie lange die halten. Ne? Gut, ihr Lieben, jetzt machen wir weiter. Ist das hier so einigermaßen trocken? Wir nehmen mal den Hirschen. So, dann habe ich diese Thermotransferfolie. Die habe ich in Kupfer, Silber und ich weiß gar nicht mehr, was war das andere? Keine Ahnung, muss ich mal gucken. Auch das verlinke ich euch wieder, wo ich die her habe.
Ich würde euch auch gerne, die sind von Scharf Production. Ich glaube, so wird das ausgesprochen. Und ich bin mit der ziemlich zufrieden. Irgendwie möchte ich keine andere kaufen, weil ich nicht weiß, ob die so funktioniert. Wäre natürlich schön, wenn ihr auch solche Folie habt und die woanders auch schon mal gekauft habt. Vielleicht schreibt ihr mir das mal in die Kommentare. So, ihr legt die glänzende Seite, ihr habt ja die matte Seite, die glänzende Seite legt ihr nach oben und geht dann darüber, wo ihr den Kleber hingemacht habt. Jetzt muss ich vorsichtig sein bei diesem Geweih. Und dann bleibt die Folie da haften, wo ihr den Kleber hingemacht habt. Schaut mal. Das ist der Effekt von dieser Folie. Ich finde das genial. Wo ich es das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, wow, toll, muss ich haben. So, wieder die glänzende Seite nach oben. Und ich nutze das auch immer richtig gut aus, lege das mehrmals drüber, wenn da schon was runter ist. So, und dann kann man auch so nochmal drüber gehen. Zeige euch das gleich noch mal im Licht. So, Moment. Und jetzt gucke ich mal, ob ich es wieder einfangen kann. Noch nicht. Hört ihr jetzt gerade einen Krach? Das ist von unseren neuen. Unten sind neu welche eingezogen und die sind da immer noch am Machen. So. Und das, ich weiß nicht. Jetzt, Hanna, jetzt seht ihr den Effekt. Wie toll das glitzert. Gut, ihr Lieben, jetzt legen wir die Folie mal hier rüber. Und jetzt hatte ich mir überlegt, ich nehme die Bäumchen. Ihr nehmt natürlich, ich habe erst überlegt, das hier so rauszuschneiden und dann die dünnen nehmen. Nehmt echt, was ihr wollt. Aber dann habe ich mir überlegt, das kann man hier so super reinstecken. Ich nehme die Bäumchen, nehme meinen Flüssigkleber. Und hier auch etwas drauf. Nicht schwer die Karte, oder? So. Wie gesagt, so einen Stern auszustanzen und das reinzumachen. Vielleicht mache ich mal so eine ähnliche wieder mit dem Stern. Schauen wir mal. So, jetzt setze ich mir dieses Unterteil, weil ich habe ja nur den Rand geklebt. Und kann mir das hier jetzt so drunter schieben. Ein bisschen rüber noch, dass es noch auf der Karte bleibt. Und gehe jetzt, eigentlich mache ich das immer erst mit dem Finger, drücke das an. Und gehe jetzt dann nochmal mit dem Falzbein drüber. So, ich zeige es euch eben und dann sieht das erstmal wieder so aus. Dann habe ich mir den Hirschen genommen, den habe ich aber nicht mit meinen Händen glitzern. Den Hirschen habe ich mit Klebepunkten dran gemacht. Dann habe ich auf seinen Körper einen dicken gesetzt. Jetzt verarbeiten wir auch wieder Reste. Schneide mir hier so ein Stück ab und setze ihm das hier. Gucken, ob das nicht zu breit ist. Gerade noch so auf den Kopf. Mach die Trägerfolie ab. Ihr könnt natürlich ein Reh nehmen. Habt ihr einen Fuchs? Nehmt ihr einen Fuchs, einen Schneehasen, einen anderen Hirschen. Vielleicht habt ihr auch eine Eule, die ihr hier oben reinsetzen könnt. Ne? So, und dann setze ich den Hirschen hier auch noch, so dass er mit den Vorderläufen hier so unten dran kommt. Und dann sieht das Ganze so aus. Schick, ne?
So, jetzt habe ich mir diesmal Wintergröße genommen. Und zwar habe ich euch das letzte Mal das auch verlinkt. Weil die habe ich schon ein paar Jahre, aber die gibt es noch zu kaufen. Und wir hatten das letzte Mal, glaube ich, schöne Weihnachtszeit. Und da ist auch drauf Wintergröße. Ich verlinke es euch aber nochmal. Dann nehme ich mir das Silber, weil hier ja alles in Silber gehalten ist. Ihr wisst ja, ich mag dieses Schlichte. Viele möchten mehr Farbe haben von mir. Mache ich ab und zu mal, aber im Prinzip ist das schon mein Stil, ne? Dieses Schlichte, wenn euch das aufgefallen ist. Das ist euch aufgefallen. So, und jetzt schauen wir mal, ob der Stempel was wird. Wäre schade, wenn nicht. Ich lasse es kurz ein bisschen aufnehmen vom Papier, dass sich das verbindet. Ja. Stempelkissen, zeige ich euch nochmal die Farbe. Auch ganz, ganz toll. So, ziehen wir mal. So sieht es aus. Dann nehmen wir uns wieder Glitzerpunkte. Ich lasse das alles in Silber. Und da, hier sind jetzt natürlich auf denen schon viele Glitzerpunkte drauf, vom Papier halt schon, aber ich mache trotzdem noch für den Effekt noch ein paar Punkte drauf. Diese großen, da gab es zwei Stück. Ich meine, die hätte ich vom Teddy. Und dann hatte ich hier oben noch welche drauf, auf dem weißen. Das lasse ich jetzt mal weg, damit wir ein bisschen... Na komm schon. Okay, der will nicht hoch. Dann nehmen wir einen anderen. Ist das so? Ich glaube, das reicht bei der Karte schon. Weil hier waren ganz, ganz kleine Punkte und hier sind schon viele Schneeflocken mit drauf. Das reicht bei der Karte. Aber sagt mir ehrlich, ne? Schick, edel. Ich finde sie wieder edel. Ich weiß, Eigenlob stinkt. So. Was habe ich dann gemacht? Dann habe ich diese Karte genommen, diese gekaufte. Und dort werde ich jetzt einfach noch meinen Aufleger drauf machen. Ihr könntet jetzt diese auch komplett in Silber machen, würde bestimmt auch toll aussehen. Dann hättet ihr einen silbernen Rand und drinnen auf der silbernen Karte würdet ihr nochmal so einen weißen Aufleger reinmachen. Dann könntet ihr da was draufschreiben. So, jetzt drehen wir alles um. Ha, suchen unseren Pixel. Da ist er. Also den brauche ich mittlerweile immer. Mach mir da die Klebepunkte drauf. Ihr könnt es auch mit Flüssigkleber, auch mit doppelseitigem Klebeband. Das bleibt ja wieder euch überlassen. 5 müssen jetzt reichen. Trägerfolie ab. So. Und wir kleben unseren Aufleger. Jetzt muss ich gucken, dass ich... Ist immer schwer mit dem Kamera vor der Nase, aber das ist okay. Schaut mal. Und dann könnt ihr hier echt was Tolles reinschreiben. Könnt ihr auch noch einen silbernen Stempel reinmachen. So sieht die Karte aus. Das war die andere. Das war mein Prototyp. Da habe ich gemerkt, da habe ich... hätte ich hier mehr rüber, so wie hier. Hier ist es mehr mittig geworden. Das sind meine Karten. Ihr Lieben, vielleicht gefallen sie euch, ja? Da, der kleine Wintergruß. Oder ihr könnt dann auch, könnt es auch zu frohe Weihnachten machen. Ach so, noch was. Und zwar habe ich ja letztens den Short gezeigt von dieser Schneekugel, die ich gebastelt habe. Hier ist ja so ein Teelicht drin. Und ich kann euch das kurz mal zeigen. Ich kann das auch noch mal ausmachen. Dann seht ihr noch mal, wie die aussieht. Jetzt, so sieht die ja aus. Ich mache das Licht noch mal wieder an. Ihr Lieben, wir werden die basteln. Ich weiß nicht, ob ich heute das Video noch schaffe. Morgen noch oder morgen. Ich denke eher morgen. Wenn nicht, ich werde die mit euch basteln.
Und ich sage euch gleich, hier habe ich, die Idee ist mir gekommen, der letzte Action Haul. Und zwar gab es da eine Stanze mit einer Schneekugel. Da brauchen wir zum Beispiel dieses Unterteil von. Oder ich sage euch das dann aber. Nur ich habe das verändert, indem ich mit einem Kreis gearbeitet habe. Aber ich zeige euch das alles noch. Wir werden diese Schneekugel, Astrid, versprochen. Nur ich weiß nicht, ob ich es heute mache, ob ich es morgen mache oder nächste Woche mache oder vielleicht übernächste Woche. Nein, ich glaube, so lange wird es nicht dauern. Wenn ich nachher noch richtig große Lust habe, bastel ich die auch noch. Aber ich kann euch jetzt nichts versprechen, ja? Also ihr Lieben, heute erstmal diese oder für jetzt erstmal diese. Ich hoffe, sie gefällt euch und ich wünsche euch bis dahin erstmal alles Gute. Ciao, eure Heidi. Tschüss.